Hallo, kann man mich hören? Hallo, hallo. Achtung. Hallo, kann man mich hören? Ja, jetzt kann man mich hören. Also, das kommt übrigens davon, wenn man ausschließlich nur noch Aufnahmen mit Aufnahmen arbeitet und getrennte Audiospuren nur bereitstellt und die anderen, die man nicht nutzt, deaktiviert. Es sind jetzt 7 Minuten vergangen, bis man mich zum ersten Mal gehört hat. Also deswegen lasse ich das nochmal kurz Revue passieren. Gott. Was gerade jetzt passiert ist. Also, meine Lieben, herzlich willkommen hier im Livestream und wir sind trotz meiner 7-minütigen Verzögerung ohne Ton ja immer noch viel zu früh dran. Ich möchte daran erinnern, dass mein Stream eigentlich um 14 Uhr startet. Also, entweder befindet ihr euch in einer Zeitmaschine oder ich weiß nicht, was hier los ist. Aber meinen wirklich interessanten Vortrag, Stummfilmvortrag zum Thema OBS 28 und der NVIDIA-Integration. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal erzählen soll, aber falls jemand FPS-Probleme hat mit der neuen OBS-Variante, dann bitte keine interne NVIDIA-Rauscher drücken benutzen, sondern weiter die, warte mal, RNN-Noise-Variante, die ist echt eigentlich sehr gut vom Effekt her. Und kostet nahezu nichts an CPU oder GPU-Zwirbel. Und wie gesagt, das mit dem integrierten NVIDIA zu machen, ist kommt meiner 3090 ganz offensichtlich nicht gut, was in Sachen Frames passiert dann. Ne? Wenn es aktiviert ist, haben wir keine 90 Frames. Also in der VR. Apropos VR, was machen wir heute? Wir machen heute, warte mal, geht mein Buttkicker noch? Es ist ja wohl nicht zu fassen. Manchmal geht er aus übrigens. Manchmal geht er in den Standby. Da müsste ich mal gucken. Oh ja, habt ihr das gehört? Oh ja. Das wummert schön rein. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, also ihr könnt wahrscheinlich euch schon vorstellen, beziehungsweise wisst es, weil ihr selbst einen Buttkick habt und auch noch VR-Brille, aber in VR zu fahren mit einem Buttkicker und dich da wirklich reinfallen zu lassen, so. Immersionstechnisch, es ist einfach geil. Also es gibt fast nichts Besseres. Klar, ne? Hier, sag schon, Motion, ne? Danke. Motion. Ja, was machen wir als erstes? Wir gucken uns mal ein bisschen in Automobilista 2 um. Und zwar, ich habe mich ja am Wochenende über das Monza-Rennen sehr gefreut in der Formel 1. Und deswegen fahren wir jetzt Monza im M1 Pro Car. Mit dem ganz brandneu eingetroffenen neuen Custom Force Feedback File von Daniel Schiebli. Grüße in die Schweiz. Du hast es fast zeitgerecht geschickt, Daniel. Super geil. Ich werde es direkt austesten. Hab's schon reingezwirbelt in die eigenen Dokumente. Ansonsten Haarschaltung, Kupplung, das alte Programm. Jetzt habe ich nur das Porsche-Lenkrad drauf, anstatt den großen LKW-Lenker. Ansonsten kennt er das Setup ja soweit. Und wir legen los mit der Geschichte BMW. Intro-Time. Ja, genau. Zack, da ist es. Pedale sieht man, Lenkrad sieht man, Knut sieht man, Brille sieht man. Mann, Mann, Mann. Das ist ja hier völlig durchgemannt. Du meine Männerhaftigkeit. Nee, Quatsch, gar nicht. Ich habe gehört, dass es hier auch teilweise Sachen gibt wie Live-Chat-Integration. Habe ich aber nicht aktiviert. Ich weiß nicht warum. Tut mir leid. Wo ist eigentlich der Chat hin? Dass der gerade Bier holen ist, denke ich mal. So ähnlich wie ich morgen am Strand. Hört das Knorke. Wenn diese schöne, angenehme Flugangst nicht wäre. Ich mag ja Flugangst. Ich mag Flugangst. Ja. Was ist das? Oh, ich habe schon ewig nicht mehr gestreamt. Merkt ihr das?
Tja, na gut, okay. Wir legen los, wie gesagt, ne? Gucken mal. Jetzt im Training. Ich glaube, ich habe die KI auf jeden Fall über 100%, ich weiß nicht, auf 105 oder 110, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich eingestellt habe 10 Runden und ein 10 Runden Monza im M1 und ein Mandatory Pitstop. Ich bin sehr gespannt. Also wir machen jetzt mal so ein bisschen Training. Ich fahre nicht die ganzen 10 Minuten. Gucken mal, wie das so performt hier in VR. Und dann gehen wir in unsere 10 Runden rennen. Und was danach passiert? Keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht fahren wir noch ein bisschen Race Room oder irgendwas. Man weiß es nicht. Ich bin ja so ein Sim-Hopper, ja, würde ich mal sagen. Einfach mal jetzt auf das Bock, dann 2 Sekunden später auf das Bock. Also da die Sim anmachen, jetzt die an. So bin ich. Ne? Nicht versteifen auf irgendwas. Gut, ich ziehe mal die Brille auf, schalte mal das Mikro um und dann will ich hoffen, dass ich auch weiterhin gehört werde. Dann will ich hoffen, dass ich auch weiterhin gehört werde, meine sehr verehrten Damen und Zuschauerinnen. Da fehlt was. Habt ihr eigentlich die Geschichte gehört von diesem Mann, der nicht gendern wollte und deswegen aus seiner Firma rausgeflogen ist? Puh. Nur mal so als Aufhänger. Als Tagesstart-Aufhänger oder so, als Wochenstart-Ding. Also, Brille, bis gleich. Hört man mich? Hallo. Oh, herrlich. Da ist er, der Ton. Ist er zu laut? Aber? Mal kurz gucken hier. Sollte gehen. Das sollte gehen. So, ab ins Cockpit. Ab ins Cockpit. So, verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick. Ah, Buttkicker, hast du gemerkt, ne? Ja, das passiert, wenn man die Kupplung nicht richtig tritt und den Gang reinmacht. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich hier vorm Starten des Streams eigentlich noch was machen wollte. Also was anpassen in der Grafikqualität. Jetzt ziehen wir erstmal an Maxwell vorbei. Maxwell! Stimmt ja gar nicht. Also, der Buttkicker, das ist so eine geile. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Buttkicker geil finde? Einfach so. Man kann auch ein bisschen zu schnell hier reinfahren. Oder halt viel zu schnell, wie ich gerade eben. Kurze Frage, wenn ich 10 Runden fahre im Rennen, was brauche ich denn an Sprit? Steht doch da im Menü. Ach so, alles klar. Guck ich gleich mal. Au, au.
Ich habe übrigens gestern auch im Kontext mit SteamVR und hier der OpenFSA DLL für Automator 2 in der Version 1.1 auch im Kontext anstelle von SteamVR Open Composite Haufen rumgetestet. Auch das ist ziemlich performant übrigens. Nur dass die Schärfe und die Renderskalierung dort direkt im Windows eingestellt wird. Klar kann ich auch einen vierten hier schalten, aber macht nicht so viel Sinn. Es ist gar nicht so einfach, hier relativ langsam sogar das Auto halbwegs gut über die Strecke zu bringen und trotzdem euch nebenbei noch was zu erzählen. Das habe ich jetzt. Na gut. Ich hoffe, das Brummen des Buttkickers stört nicht allzu sehr im Mikrofon, sofern man das jetzt hier hört. Falls ja, bitte ich mich schon mal dafür zu entschuldigen. Bitte ich mich selbst, mich zu entschuldigen. Das schreibt mir dann später eine. Komm. Nein! Bist du irre? Ah, das zieht mich echt mit, ne? Also, ah Gott, Alter. Und dann knattert's hier an jeder, hallo? An jeder Ecke und Ende. Vom Buttkicker. Ihr wisst Bescheid. Nochmal ein bisschen hochdrehen. Oh, das ist ein bisschen zu stark jetzt. Ich ziehe übrigens mal meine Handschuhe aus. Das Lenkrad ist ohnehin abgeschrieben. Da bringen jetzt Handschuhe auch nichts mehr. Das ist ein bisschen zu heftig jetzt, buttkickisch. Aber eigentlich auch geil. Entschuldigung. Warte mal, hier ist stärker, hier ist schwächer. Ja. So. Bin wieder bei der Sache. Your engine temperatures are okay. All clear on engine temperatures. Freut mich. Da können wir noch ein bisschen sauberer fahren, Herr Mattheisen. Wenn Herrn Mattheisen ein Licht aufgeht, das ist der Mattheise Licht. Das habe ich mir jetzt irgendwie zur Angewohnheit gemacht, hier in die Kurve reinzudriften, ne? So ist man aber nicht schnell. Fünf Gänge hat das Ding. Ab im Windschatten. Ja, dann. Sag ich so. Als nächstes steht ein bisschen als weitere Anschaffung bevor ich überlegt oder bin im Überlegen, mir Gürtel zuzulegen tatsächlich, weil ich immer rausfalle hier aus dem Sitz. Nein, Quatsch, aber weil es, glaube ich, dann zusätzlich zum Buttkicker und dem ganzen Schmarrn, den ich hier sonst noch habe, mit Sicherheit die Immersion nochmal schön erhöht, wenn du so richtig schön festgezurrt bist. Zumindest sagt mein Kumpel Dennis Rottmann selbiges. Und dass es wohl auch die Concentration etwas erhöht, da du einfach gezwungen bist, stiller da zu sitzen. Inwiefern das jetzt bei mir stimmt, muss ich austesten. So, wir machen die Runde noch zu Ende. Clear.
Ah, herrlich. Du, ich sag's dir. Mm. Witzigerweise, Leute, witzigerweise ist das so. Warte mal. Hier, Return und Skip to End. Witzigerweise ist es tatsächlich so, dass. Meine Fresse, du. Doppelmikrofon ist jetzt auch ein bisschen beschissen, wahrscheinlich, ne? Ei. Witzigerweise ist es so. Dass ich Atemblister 2 beende und doch mal was verstelle. Wir sind ja live, wir sind ja easy miteinander. Ist ja, ha, weißt du? Weißt du Bescheid? Ja, weißt du Bescheid? Ja. 71. Also falls komische Geräusche, ich höre es nicht, ne? Falls komische Geräusche im Hintergrund stattfinden, die vorhin erwähnte, wahrscheinlich, wo ich noch stumm war, Baustelle. Die eine Baustelle, die es in Mannheim gibt. Sie heißt Mannheim. Ah, so, toll. Also, was wir auch machen, ist hier den Render Scale. Warte mal, hier. Zack und bapp und klack und. Es gibt ja wirklich nichts Geileres. Also, es gibt ja nichts Geileres. Die mitten am Wochentag einfach mal Rechner an, Livestream an und das machen, was man am allerliebsten macht, bevor man in den Sommerurlaub fliegt. Simracing läuft. Eingestellt ist, so, wir starten die Automobilistengeschichte nochmal neu und wamsen dann direkt ins Rennen. Ich habe auch überlegt, 10 Runden könnte ganz schön lang werden. Und was ist eigentlich mit der KI los? Die ist ja trotz der 100 irgendwas Prozent, ja, relativ überschaubar, möchte ich es nennen. Ja, überschaubar. Ich muss mir mal den Chat hier aufmachen, auch teilweise. Ich muss den Chat mal aufmachen, sonst sehe ich ja, falls jemand tatsächlich mit mir kommunizieren möchte, sehe ich das ja gar nicht. Tyson ist live. Aha, das ist ja nicht schlecht. So. Ja, guten Morgen, Herr Matthiesen. Das ist ja, wussten Sie eigentlich, Herr Matthiesen, dass wenn man einen Livestream macht, dass es sich da anbietet? Es bietet sich wirklich an. Es ist eine kleine Empfehlung von mir. Ich will auch nicht klugscheißen, aber es bietet sich an, Herr Matthiesen, die Chatfunktion zu aktivieren. Leute, seht's mir nach. Mein erster Livestream seit 735 Jahren mit OBS 28. Alles Alex Neubach dabei. Ja, ich hoffe übrigens, mein VR-Hut gefällt euch. Okay, also zurück zum Rennen, zurück zum Renngeschehen. Also, sag ich mal, was haben wir hier in Opponent Settings? Opponent Settings 105. Wir gehen auf 110. Oh, es reimt sich. Wir gehen auf 110. Apropos Reim, ist aber kein Reim. Habe ich aber jetzt selbst entwickelt, gerade eben, ist mir jetzt eingefallen. Und zwar, wie misst man die Fettleibigkeit von Braunbären? Ja, ihr könnt mir natürlich nicht antworten, weil ich den Chat ja clevererweise deaktiviert habe, aber ich möchte es euch gerne sagen, durch die Perspektive. Einfach mal nachdenken drüber. Opponent Aggression, wir gehen auf High, wir wollen es jetzt voll wissen. Also 110% und auf High. Also, wenn wir es voll wissen wollten, würde ich auf 120 starten. Komme ich nicht vor. Also, nein. Ich möchte jetzt auch ein bisschen, auch teilweise, noch Spaß haben. Ja? Safe. So. 10 Runden ist mir zu viel, habe ich mir gerade spontan überlegt. 0. 0. 8. Ich weiß nicht, warum ich 0 mitsage. Keine Ahnung. 8 Runden. Wir machen keinen Pitstop. Tut mir alles so viel Wumms hier. Nicht? Ja, alles so viel Bumsi hier. Und wir fahren natürlich angemessen
oder angepasst hier an die reale Uhrzeit. Default Date bleibt. Und dann legen wir gleich los. Practice machen wir uns raus. Off. Hier, also ich habe schon mal erwähnt, dass ich den M1 übrigens in allen Simulationen ziemlich geil finde. ZG. Ziemlich geil. Und natürlich ist dieses Livery Pack hier vom, also ich glaube, das ist ein Mischmasch tatsächlich. Also sind noch, nee, es ist nur dieser Wolf, ne? Kann das sein? Finde ich total geil, dieses Livery Pack. Und ich glaube, ich fahre das Ding von Mark Surer, ne? Steht zumindest riesig Mark, nicht Mark, sondern Surer vorne in der Frontscheibe. Ach Gott, bin ich entspannt, ihr kleinen Mäuse. Ich switche wieder um, ne? Brille an, Mikro an und dieses Mikro aus. Warte mal, gibt's Neuigkeiten? Nein. So. The track temp is 36. The air temp is 28 Celsius. P14. 8 laps. So, pass auf. 8 Runden hat er gesagt. Dann nehmen wir mit. So und so viel. So machen wir das. Und dann würde ich sagen, also Pums. Was mir gerade auffällt, ist, seitdem ich den Render Scale runtergestellt habe, habe ich tatsächlich super wenig, jetzt pegelt sich ein FPS, wollte ich sagen. Jetzt geht's. So, Lesmo 1 und Lesmo 2 und in Summe sind das die Lesmen. Ah! Entschuldigung, geh mal weg hier. Alter Frechdachs. Von hinten drückt Niki Lauda schon. Wer weiß. Das muss man echt nochmal üben, Herr Matteisen. Also nicht glänzendes, sondern matt. Hm? Ja. Hallo. Still there. Mhm. Clear on the ride. P15. Ich weiß, warum sich meine Änderungen nicht positiv ausgewirkt haben, weil ich das SteamVR gar nicht neu gestartet habe. Bitte denken Sie das nächste Mal dran, Herr Mattes Eisen. Frechheit. Ein bisschen Shortshiften. Shortshiften. Hiss.
Da hatte ich meine Jeans von His. Ich hoffe, ist das geil. Ich hoffe, der Buttkicker vibriert euch nicht zu Tode, optisch, akustisch meine ich natürlich. Oh, schalten sollte man nicht vergessen. Auf der Geraden, es ist völlig albern, was der hier abzieht. Oh, okay. Ist er mit seiner Jeans wieder auch erwacht hier? Den habe ich jetzt. Nee, den habe ich jetzt tatsächlich rausgedrängt, aber so kennt man mich. Agro Tyson sagt man auch gerne zu mir. Oh. Dann geben wir ein bisschen mehr Vorderbremse, würde ich sagen. Ne? Dann haben wir das auch geritzt. Also untersteuern ist übrigens ein sehr authentisches Stilmittel beim M1. Wer jetzt zuletzt mal das Video vom Jean-Pierre Krämer gesehen hat, der mit dem... Wer war denn das? War das auch der Stuck? Der ist ja nicht nur mit dem Porsche gefahren, sondern auch, glaube ich, M1. Aber ob das jetzt Hans-Joachim war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein sehr... Nee, das war nicht Stucki. Das war... Ach, wer war denn das? Noch ein bisschen älter. Und dann meinte auch Jean-Pierre tatsächlich, dass der M1 extrem untersteuert im Standard. Und das merkt man hier in AMS2 genauso gut wie in Schalten, Herr Mathiesen, danke, Gruß. Wie auch in Race Room. Fünfter Gang. Der hätte hier ein bisschen längeres Getriebe haben können, kann ich beim nächsten Mal dran denken. Weil der ist jetzt schon hier bei 270 absolut am Maximum. Oh. Ui, was passiert? Seht ihr das auch? Oder sehe nur ich das? Hier passt was nicht. Ja, hier, Leute. Der ist something nicht passing. Jetzt geht's wieder. Kurz mal das Bild verloren hier ein paar Mal. Aber nur auf der Erdbrille, keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt. Ich sehe auch tatsächlich gerade, dass ich hier eine... Das ist auch doof gefahren. Dass ich hier eine leckere 100%ige CPU-Auslastung habe. Okay, krass. Hm. Ich bin gespannt. Die Tücken des Live-Strömens, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich frage mich ja, was meine sonst bei 35% liegende CPU-Last jetzt auf 100% treibt.
the sky. The gap's now 0.4. Right side. Clear right. Push, push, push. We can get this guy. Was ist los, Leute? Ja, das verpasse ich gerne hier, das Ding. Das stimmt gar nicht, ich habe Quatsch erzählt. Das ist keine 100%ige CPU-Auslastung, es ist eine Gleichbelegung aller Kerne. Stein ist late in the race. Ja, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, musst du dich echt konzentrieren, damit du schnell mithalten kannst. Schnell, was? Was labere ich eigentlich? Keine Ahnung. Also hier, Lesmo 2 ist die KI echt am Schleichen. Währenddessen dann hier kein Vorbeikommen ist. Geil. Ja? Oh, da hat sich einer gedreht. Sehr schön, freut mich, solange ich es nicht bin. Ja Leute, alle die jetzt quasi nicht Bescheid wissen, Knut, er hier, den ihr seht, hat vergessen tatsächlich den Live-Chat zu aktivieren. Au. So, wie viel sind es noch jetzt? Eine Runde noch oder was? Zwei Runden? Ja, Platz 9. Kriegen wir noch einen? Was sagt ihr? Ja, verstehe. Also, ja, trotz 110%, ne?
muss ich festhalten, dass, aber es ist wahrscheinlich auch eine Custom AI, die man nochmal irgendwie speziell konfigurieren muss. Schöne Warsteiner-Lackierung. Das kann ja alles nicht Warsteiner sein. Was, ein Ausbruchrohr da hinten? Übel. Mach mal das Licht an, da sehe ich mehr. Doch nicht. Da fällt dir doch nichts mehr ein hier, Tür. Oh. Muss ein bisschen vorsichtig machen, Herr Mathiasen. Ja, ist okay. Hm. Was glücklicherweise nicht sichtbar ist, durch die Verdeckung der VR-Brille. Der laufende Schweiß. Also das Display wird ja dann doch schon mal recht warm, finde ich so. Klar bin ich auch ein heißer Typ, aber es ist die Brille. Notiz an mich selbst, nächstes Rennen ohne VR. Alles klar, Knut. Machen wir so. Ah! Interessiert mich eh mal, wie die Performance dann ist. Ob besser oder schlechter. In VR habe ich immer das Gefühl, besser zurechtzukommen, also einfacher. Hat sich aber, wie gesagt, noch nie in Rundenzeiten tatsächlich nachweisen lassen. Ich habe das ja schon mal mit Formel 1 getestet. Der hat die schnelle Linie und dann hier, weißt du? Mach mal immer ab und an mal den Scheibenwischer an, um die anderen zu verwirren teilweise. Ist natürlich völliger Quatsch. Nur mit der ganz schnellsten Stufe kann ich sie verwirren. Ist noch mehr Quatsch. Ich mach wieder aus. Alles gut. Achso, das ist jetzt schon letzte. Ja, verstehe. P9. On your right. You are clear on the right. Right side. You are clear on the right. Boah, ich brech die. Ha! Cooldown Lap ab. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber. Boah. Übrigens, für alle, die. Alter! Für alle, die einen Livestream machen und kein Feedback haben möchten, macht's wie Knut Mathiasen, deaktiviert einfach den Live-Chat. Ist natürlich nicht absichtlich gewesen. Nee. So, was, wer ist denn da? Ja. Ja. Kai, danke, dass du es erwähnst. Wir könnten ja Folgendes machen. Ich muss die VR sowieso neu starten. Und dann schmeiße ich den Stream einfach nochmal an. In zweiter Geschichte. Wir haben es eh erst 11 nach 14 Uhr. Und dann mache ich einfach noch einen Teil 2 raus, würde ich sagen. Ja, also bis gleich mit aktiviertem Chat. Und dann können wir so richtig geil kommunizieren, ja, meine Lieben. Also. Warte mal, aber ein bisschen Abspann muss schon sein, ne?